dann kann er auch ein bisschen blöd sein. Sorry, bist du eine liebende Frau? Der Unterschied ist halt einfach nur, die meisten betrügen halt dann. Der hat aufgezogen und mir so dermaßen eine geballert, dass ich geflogen bin. Beschreibe deinen Traummann, was soll er mitbringen? Datest du noch, obwohl du schwanger bist? Wo ins Haus hol, der mich den ganzen Tag nur nervt? Es ist alles noch offen. What's poppin'? Herzlich willkommen auf meinem Kanal zu diesem neuen Video. Wir haben gute Laune, es scheint nämlich, obwohl Regen angesagt ist, die Sonne und es macht mich unfassbar glücklich. Dementsprechend kann der Tag nur gut werden. Wundert euch nicht, ich bin hier rot, ich habe gerade meine Augenbrauen so ein bisschen gezupft. Das ist die drei Haare, die ich habe an Augenbrauen, wachsen nicht da, wo sie wachsen sollen. Danke dafür auf jeden Fall. Also holt euch was zu essen, einen Tee, ich habe auch meinen Tee hier. Entspannt euch und wir quatschen einfach ein bisschen über Liebe, Beziehung. Dann möchte ich selbstverständlich auch, dass ihr wieder in die Kommentare schreibt, was eure Meinung dazu ist, dass wir uns so ein bisschen austauschen. Meine Herzies, und wir starten mit der ersten Frage. Oder soll ich erst mit Make-up starten? Das ist immer so übel lost bei mir, gell? Weil ich immer nicht weiß. Habt ihr eigentlich schon mal mein Elfenohr hier gesehen? Ich mag das nicht. Ich mag es überhaupt nicht. Also es ist so, ja mein Gott, es ist halt so. Ich würde es jetzt auch nicht ändern, aber wenn ich es mir aussuchen könnte, dann hätte ich es lieber nicht. Ein Insecure, aber auch kein so ein schlimmes. Ja mein Gott, das gehört halt zu mir. Meine Mama hat immer gesagt, nur schlaue Kinder haben das. Und zwar, die erste Frage ist, zurück zum Ex, Connection mit niemandem sonst, ich fühle mich wie zu Hause oder Gewohnheit? Beides? Also, ich glaube, zurück zum Ex kann ich euch ein Buch drüber schreiben. Da bin ich absolut Expertin. Was soll ich euch sagen? So oft, wie ich zu meinem Ex zurückgegangen bin, das ist, dass meine Freunde schon gesagt haben, Jenny, halt einfach dein Maul. Also so, lass uns in Ruhe mit deinem Scheiß. Es ist immer das Gleiche. Wir Menschen sind Gewohnheitstiere. Von dem her ist es völlig normal, dass einem das schwerfällt, wenn man sich trennt. Und ich bin dann noch zusätzlich so eine Person, ich kann ganz, ganz schlecht mit Menschen abschließen. Vor allem, wenn ich Menschen sehr gern habe, auch in Freundschaften und sowas. Ich bin immer diejenige, die viel zu lang an sowas festhält und den Ganzen viel zu viele Chancen gibt. Und dementsprechend, also das war früher auf jeden Fall noch schlimmer als jetzt. Ich habe da stark dran gearbeitet, weil ich immer diejenige war, die verletzt wurde. Und das ist jetzt nicht so auf Beziehungen, sondern auf Freundschaften auch. Dass ich mir angewöhnt habe, ich spreche einmal mit der Person. Ich sage der Person einmal, was mich stört. Und wenn die Person das dann wieder macht, dann hat sich die Sache. Dann brauche ich auch nicht mehr reden, weil für was soll ich denn reden? Ich habe es ja schon mal gesagt. Versteht ihr? Und es kam auch noch nie vor, dass ich mich von irgendjemandem distanziert habe, ohne dass ich das genau so gemacht habe. Bin ich da auch ganz stolz auf mich, dass ich das mittlerweile mehr oder weniger kann. Mal klappt es besser, mal klappt es schlechter. Keiner ist perfekt. Aber ich arbeite dran und ich weiß, dass das ein Fehler von mir ist. Man kann aber an Fehlern arbeiten, wenn man die erkennt. Und zurück zum Ex, das Ding ist, das kann dir niemand sagen. Das ist, du musst so oft zu deinem Ex zurückgehen, bis du selber checkst, dass es einfach keinen Sinn macht. Also es hat schon einen Grund, warum die meisten Beziehungen, die aufgetaut werden, sag ich mal, nicht funktionieren. Weil bei meinem Ex war es zum Beispiel so, also ich meine, das ist eine Geschichte von 7 Jahren, da wüsste ich gar nicht, wo ich anfangen soll und aufhören soll. Deswegen kann man das nicht einfach so pauschalisieren. Aber was uns beiden dann auch zum Schluss aufgefallen ist, weil wir waren ja dann, glaube ich, auch 2 Jahre getrennt, bevor wir es dann nochmal versucht haben, weil wir irgendwie wie so uns immer wieder angezogen haben. Das ist einfach, keine Ahnung, man konnte da nichts dagegen machen. Zum Schluss haben wir aber beide einfach gemerkt, dass wir uns gegenseitig nicht gut tun. Wir haben uns weiterentwickelt. Obviously, in diesen 2 Jahren haben wir uns beide weiterentwickelt. Wir waren nicht mehr die gleichen Chaoten wie vor 6 Jahren oder 7 Jahren. Trotzdem hat man gemerkt, sobald wir zusammen waren, sind wir in so alte Verhaltensmuster zurückgefallen, die wir eigentlich aber schon abgelegt haben. Also er war nicht mehr so und ich war nicht mehr so und trotzdem miteinander waren wir dann wieder so und wir konnten uns beide dann nicht leiden. Also wir konnten uns gegenseitig nicht leiden und wir konnten uns, also ich konnte mich selbst nicht leiden und er auch nicht, weil er so nicht sein wollte und ich eben auch nicht. Und da haben wir halt dann auch gemerkt, okay, es geht einfach nicht so. Wir werden immer einen wichtigen Part bei dem anderen einnehmen, das ist immer ein großer Teil von einem, aber es funktioniert halt einfach nicht. Und das muss man sich dann vielleicht auch irgendwann mal eingestehen. Es gibt auch Beziehungen, die 2 Jahre getrennt waren oder sich mehrmals trennen und die aber trotzdem ewig zusammenbleiben. Deswegen, finde ich, gibt es da keine Pauschalaussage. Außer man wird handgreiflich. Das geht gar nicht. Gar nicht, gar nicht.
Da gibt es auch keine Entschuldigung. Das ist einfach ein Schritt, der zu weit geht. Also es ist mir auch schon mal passiert. Ich hatte mal was mit jemandem. Wir haben uns gestritten und im Streit hat er dann was gesagt. Also ich war zu der Zeit in Therapie und habe ihm das natürlich, also ich habe mit ihm da auch drüber geredet und habe ihm das dann auch erzählt, was da passiert ist. Und ihr müsst euch vorstellen, ich war wegen diesem Thema in Therapie. Dementsprechend ging es mir nicht gut, okay? Sehr krasses Thema. Habe ihm das anvertraut und im Streit hat er mir das an den Kopf geworfen. Er hat aufgezogen und mir so dermaßen eine geballert, dass ich geflogen bin. Und es war auch das letzte Mal, dass wir miteinander geredet haben. Das war wirklich, der hat mir auch am nächsten Tag hat er geschrieben und sich entschuldigt und bla bla bla. Dann, aber das war für, also, nein, 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 nein. Weil wenn jemand das einmal macht, dann wird er das immer wieder machen. Immer wieder. Da ist einfach eine Grenze überschritten, die nicht überschritten werden sollte. Und dementsprechend, ich habe den dann auch nochmal beim Feiern gehen und so gesehen und immer wieder hat er mich versucht, da voll zu labern und sich zu entschuldigen oder ich glaube nicht mal mehr entschuldigen, sondern einfach so, genau, einmal hat er dann auch einfach so getan, als ob nichts wäre. Hat so gemeint, er könnte sich jetzt mit mir normal unterhalten. Habe ich gesagt, bei dir, wo hackt's denn bei dir? Wir zwei werden nie wieder, nie wieder irgendwie normal miteinander reden. Ich sag Hallo und Tschüss zu dir und that's it. Mehr will ich von dir nicht wissen. Du musst dir für dich selbst einfach überlegen, okay, was sind Sachen, die wirklich gar nicht gehen und dann ziehst du da den Schlussstrich und was kannst du akzeptieren, was kannst du vielleicht, woran kannst du arbeiten, was sind deine eigenen Fehler. Ich habe 10 Minuten jetzt gerade ernsthaft darüber geredet. Oh Gott, okay. Wir fangen jetzt an. Ich habe hier von L'Oreal Perfect Match Nude aufpolsterndes getöntes Serum. Also anscheinend, ich glaube, das ist nicht mal ein richtiges Make-up, deswegen finde ich es auch nicht so nice. Aber it's okay. So, jetzt muss ich aufpassen, weil letztes Mal habe ich mir alles aufs Oberteil geschmiert. Lol. Ich denke, das ist ganz gut, wenn man es ein bisschen natürlicher haben will oder so. Und ich mische es noch mit so einer hellen Farbe, weil meine Hautfarbe ist completely crazy. Ich habe keine Ahnung, was ich für einen Ton habe. Und gefühlt, wenn ich ein Make-up gefunden habe, das passt. Eine Woche später auf einmal habe ich wieder eine andere Hautfarbe. Versteht kein Mensch, wirklich kein Mensch versteht sowas. Was soll das? Ist Unsicherheit in einer Beziehung normal? Ich würde sagen, bis zu einem gewissen Grad, ja? Keine Ahnung. Also ich denke jetzt gerade mal dran, wenn man jemanden kennenlernt, dann ist man doch ein bisschen unsicher. Ich glaube jeder. Wenn man jemanden mag, dann ist jeder so ein bisschen unsicher. Dass man sich halt nicht verstellen darf. Was gar nicht geht, sind so Eifersuchtsszenen und sowas. Weil das ist dann einfach ein Problem, das du mit dir selber hast und woran du selber arbeiten solltest. Aber so ein bisschen Unsicherheit am Anfang ist okay, glaube ich. Also ich glaube, das kommt jetzt wirklich drauf an, wie man das auslegt. Also wie, auf was bezogen? Das ist jetzt die Frage. Okay, wir sagen jetzt mal, wir nehmen jetzt mal dieses Kennenlernen raus, okay? Weil dann, finde ich, ist Unsicherheit komplett fehl am Platz. Dann kann die Beziehung einfach nicht funktionieren, wenn du dir unsicher bist. Meine Meinung. Deswegen habe ich jetzt gerade auch überlegt, weil ich nicht genau wusste, was ich sagen soll. Weil am Anfang, finde ich, ist es noch okay, wenn man so ein bisschen unsicher ist und den Ganzen noch nicht so ganz traut. Oder nein. Nicht traut, das ist die falsche, ich habe mich schon wieder falsch ausgedrückt. Das ist übrigens ein Concealer von Kaya Cosmetic. Ich hoffe, ich habe es richtig ausgesprochen. Wenn man sich einfach noch nicht so sicher ist, okay, nee, weil dann gehe ich ja keine Beziehung ein. Was laber ich? Keine Ahnung, einfach diese Unsicherheit, dieses, dass man ein bisschen schüchtern ist am Anfang, man sich für dass ein paar Dinge noch unangenehm ist, dass man alles perfekt haben will, dass man perfekt aussehen will. Solche Sachen, glaube ich, sind normal am Anfang, aber während einer Beziehung hat sowas gar nichts verloren. Also, finde ich jetzt. Glaubst du, heutzutage ist Monogamie überhaupt noch möglich? Ja, glaube ich schon. Ich glaube, es ist schwierig, aber ich glaube, wenn man sich ausgelebt hat und weiß, dass im Prinzip mit einer fremden Person zu schlafen immer das Gleiche ist, im Prinzip, mehr oder weniger, dann glaube ich, checkt man schon, was man an dem Menschen hat, für den man Gefühle hat und wie viel schöner das sein kann. Es ist nur sehr schwierig und ich glaube, auf Dauer ist es noch schwieriger. Also, dass man sich wirklich so ein Leben lang treu ist. Aber the key ist, dass man halt miteinander redet. Also, wenn einer von beiden halt so das Gefühl hat, hey, irgendwie, I don't know, ich habe irgendwie das
wir reden jetzt hier aber von, keine Ahnung, man ist 10 Jahre zusammen oder so, okay, dann nicht nach 2, 3 Jahren, dann wäre das vielleicht ein bisschen strange. Das Wichtigste ist, dass man miteinander redet und dass man halt auch sowas sagt wie, hey, ich habe irgendwie das Gefühl, ich will mit anderen schlafen. Also die Gefühle sind für dich noch die gleichen, aber irgendwie habe ich so den Need of was Neuem und keine Ahnung, ich muss was Neues ausprobieren. Was ja, also ich finde, es ist jetzt nicht so abwegig, dass sowas passiert und dass man sich sowas denkt. Der Unterschied ist halt einfach nur, die meisten betrügen halt dann und ganz wenige reden mit ihrem Partner. Auch natürlich, weil man mit den meisten Menschen einfach nicht über sowas reden kann. Also ich zum Beispiel bräuchte jemanden, der mit mir über sowas reden kann und mit dem ich auch über sowas reden kann, falls ich dieses Gefühl mal habe, muss ich wissen, dass ich mit meinem Partner darüber reden kann, ohne dass der gleich denkt, ich will ihn verlassen oder ich liebe ihn nicht mehr oder keine Ahnung. Vielleicht habe ich dieses Gefühl auch nie, wenn ich jemanden wirklich liebe. Ich weiß es nicht, aber ich finde einfach nur wichtig, dass man weiß, man kann mit dem Partner drüber reden, falls es wäre. Und das ist, glaube ich, das Entscheidende. Datest du noch, obwohl du schwanger bist? Nö, tatsächlich nicht. Ich habe es ja schon mal in einem Video gesagt, auch Sexleben ist momentan nicht vorhanden. Ich kann das einfach nicht. Also jetzt mittlerweile ist es auch tatsächlich nicht mehr so, dass ich keine Lust hätte. Ich habe keinen Bock, jetzt irgendwelche dämlichen Nachrichten zu bekommen. Glaub mir mal, ich finde genügend Männer, okay, die mich kennenlernen wollen, die trotzdem mit mir schlafen wollen, die alles mögliche, okay, daran liegt's nicht. Es liegt einfach einzig und allein daran, dass ich das nicht möchte. Ich möchte einfach nicht. Ich kann das nicht mit meinem Kopf vereinbaren und ich weiß, es ist Schwachsinn, aber ich krieg das nicht in meinen Kopf rein, dass ich ein Kind von jemandem im Bauch habe und dann mit jemand anderem schlafe. Das funktioniert nicht. Es geht nicht. Ich würde mich so... Weiß ich nicht. Ich will nicht böse sein, aber ich würde mich so dreckig fühlen. Das ist so falsch einfach. In meinem Kopf ist es sehr, sehr falsch und es gehört sich einfach nicht. Und lieber habe ich dann halt ein Jahr keinen Sex. Mein Gott, ne? Dafür haben wir Sextoys, dafür gibt es den Womanizer. Genau für sowas. Und vor allem jetzt auch, je größer der Bauch wird, desto weniger kann ich mir das vorstellen. Und ich denke, wenn ich wirklich jemanden kennenlernen sollte, dann muss der sich gedulden, bis das Kind auf der Welt ist. Also wenn er wirklich Interesse hat, mich kennenzulernen, weil gegen Kennenlernen, finde ich, spricht jetzt nichts. Aber auf gar keinen Fall könnte ich mit jemandem schlafen. Es geht nicht, okay? Es geht einfach nicht. Dementsprechend müsste der einfach warten, bis mein kleiner Schatz auf der Welt ist. Und dann kann man weiterreden. Aber vorher auf gar keinen Fall. Keine Ahnung, ich denke mir, wenn jemand wirklich Interesse an mir hat, es gibt Leute, die warten bis zur Ehe mit dem Sex, also wird das schon verkraften. Und ich werde es auch verkraften. Ich habe mich da sehr gut im Griff, was meine Triebe angeht, sage ich mal. Nicht jetzt, obviously, aber vorher habe ich das auch gekonnt, dass wenn ich bei einem Mann bin und man sich geküsst hat und sich näher gekommen ist, dass ich halt trotzdem gesagt hat, ja, nein, obwohl ich Lust gehabt hätte. Ich habe mich einfach gut unter Kontrolle bei diesem Thema. Und natürlich, obviously, ich meine, ich bin schwanger und habe keinen Freund, obviously habe ich auch mit Männern One-Night-Stands gehabt und das war auch wichtig für mich. Ich schäme mich da auch nicht dafür, weil das so ein Ding ist, ja, habe ich gehabt und ich wollte das ausprobieren und wenn man 3, 4 Jahre Single ist, dann hat man sowas halt mal. Mein Gott, werd erwachsen. Wie viele Kinder willst du irgendwann haben? Tatsächlich wollte ich immer 2 Kinder haben eigentlich. Ich wollte aber eigentlich nie 2 Kinder von 2 unterschiedlichen Männern haben, was jetzt aber irgendwie halt wahrscheinlich ist. Aber ja, deswegen, man kann sich da, glaube ich, keinen genauen Plan machen. Ich lasse es einfach auf mich zukommen. Es wäre aber tatsächlich schön, 2 Kinder zu haben. Einfach, weil ich das, also ich habe ja leider keine Geschwister. Ich habe mir immer eine Schwester oder einen Bruder gewünscht. Ich finde das einfach schön, wenn man so ein Geschwisterchen hat, auf das man sich immer verlassen kann. Finde ich es auch gut, tatsächlich, dass ich erst einen Jungen kriege. Einfach, weil ich das schöner finde. Also andersrum wäre es, mein Gott, dann ist halt auch so, mein Gott. Aber
Ich finde es irgendwie schöner, weil dann hat man so, es gibt schon mal einen großen Bruder. Bedeutet, wenn ich jetzt ein Mädchen bekommen würde als zweites, dann habe ich nochmal eine Person, also einen großen Bruder, der auf mein kleines Mädchen aufpasst. Deswegen, also nochmal zusätzlich. Ja, deswegen ist alles perfekt. Und wenn es zwei Jungs werden, auch perfekt. Wenn es nur ein Kind bleibt, dann ist es halt auch so. Dann kann ich es nicht ändern. Aber ja, wir werden sehen. Ich bin ja jetzt noch nicht so alt. Ich werde morgen einfach 26. Nein, bin ich? Wie alt bin ich? Nee, doch. Doch. Ich werde 26. Jetzt war ich kurz. Jetzt, ich habe gerade einen richtigen Schock bekommen. Ich so, oh mein Gott, werde ich schon 27? Aber nein. Es ist alles noch offen. Also keine Panik auf der Titanic. Mich würde mal interessieren, wer jetzt eigentlich neu dazu gekommen ist, die mir vorher vielleicht noch nicht gefolgt sind oder auch die mir schon länger folgen und jetzt auch gerade schwanger sind oder schon Kinder haben, würde mich sehr interessieren, wenn ihr das mal in die Kommentare schreibt. Jemand hat so geschrieben, sorry, bist du eine liebende Frau? Hä? Also, ja, keine Ahnung. Ich versuche jetzt mal ernsthaft auf die Frage einzugehen, weil tatsächlich viele denken, ich bin so eiskalt und lass niemanden an mich ran und keine Ahnung und so ein Eisbrocken einfach. Ich kann wirklich unnormal cute sein. Das Ding ist, ich bin es halt nur, wenn ich jemanden wirklich mag. Und ansonsten, ja, ich weiß nicht, ob ich ein Arschloch bin. Aber, nein, also Arschloch, nee, vielleicht nicht, aber gefühlskalt. Man kann sagen, ich bin gefühlskalt. Aber ich finde es auch tatsächlich schlimm, weil ich finde nicht, dass jeder Mann diese Seite von mir kennen muss, diese fürsorgliche Seite und diese liebevolle Seite. Ich weiß nicht, ich finde es schön, dass das nicht jeder Mann von mir kennt, dass es halt nur gewisse Männer von mir kennen. Und ich bin sogar so, dass wenn ich jemanden mag, ich bin ein sehr vergesslicher Mensch, dass ich Dinge nicht vergesse, schreibe ich mir das auf, also zum Beispiel den letzten, den ich jetzt gedatet habe, wenn der halt irgendwas erwähnt hat oder wenn ich irgendwas mitbekommen habe, dass er irgendwas mag, habe ich in meinen Notizen, habe ich das aufgeschrieben, dass wenn ich ihm halt meine Freude machen will oder keine Ahnung, dass ich ihn halt besser kennenlerne, dass ich halt die Sachen weiß, die er mir gesagt hat oder einfach so, was habe ich da, was seine Lieblingsfarbe ist, zum Beispiel. Solche Sachen, so kleine Sachen, die ich irgendwie mitbekomme, die aber so unauffällig sind, und ich finde, mit solchen Sachen kann man den Menschen die größte Freude machen, weil das solche Sachen sind, wo man merkt, okay, der Mensch interessiert sich für mich, der ist aufmerksam, der passt auf, was mir gefällt und was mir wichtig ist, und genau das schenkt diese Person mir dann, und das finde ich schön. Ja, deswegen gebe ich mir Mühe bei sowas, dass ich eben genau sowas zurückgeben kann, oder ich liebe auch so kleine Überraschungen, wenn ich irgendwie so eine Kleinigkeit habe oder zum Beispiel in Dessous, also neue Dessous kaufen, Essen machen oder Sushi bestellen, irgendwie sowas, das alles herrichten und dann einfach random halt warten auf meinen Mann. Solche Sachen finde ich schön, also ich bin sehr liebevoll, aber halt nicht zu jedem. Und das ist okay und ich finde es gut so. Also es gibt Frauen, die sind zu jedem Wifey-Material, sag ich mal. Und dann gibt es Frauen, die immer Arschlöcher sind. Und dann gibt es so Frauen wie mich, da gibt es ja bestimmt auch mehr, die halt einfach nicht zu jedem Mann so Wifey-Material sind, sondern 50% Arschloch, ich nenne es jetzt einfach mal Arschloch, okay, Arschloch, gefühlskalt, und 50% Traumfrau, Wifey. Es gibt beide Seiten von mir und ich würde auch nicht behaupten, dass jeder Mann, der mit mir zu tun hatte, behaupten würde, ich wäre liebevoll. Dass eher, dass ich Bindungsängste habe und oh nein, kennt ihr das, wenn ihr gerade und wenn euch dann so Sachen einfallen von den letzten Jahren und ihr euch nicht denkt, oh, sorry. Ja, ich würde mir so wünschen, dass ich geile Augenbrauen hätte, so natürliche Augenbrauen einfach. Aber meine Augenbrauen wachsen, real talk, die wachsen bis hierhin und hier hinten habe ich einfach keine, da sind einfach keine. Und nein, ich habe sie nicht irgendwie mal rasiert und deswegen sind die da nicht mehr, sondern die waren da einfach noch nie. Oh Gott, mein Schatz, ich hoffe, du kriegst schöne Augenbrauen. Das wünsche ich dir. Vor allem, weil du ein Mann bist und das ein bisschen schwierig wird mit Nachzeichnen vielleicht. Ich weiß nicht, vielleicht wenn du in 15 Jahren... Ist es vielleicht normal? Vielleicht schminken sich dann die Frauen nicht mehr und die Männer schminken sich. Who knows? Ich wünsche dir trotzdem
Egal was ist, ich wünsche dir trotzdem, dass du wunderschöne Wimpern und Augenbrauen bekommst. Okay, mein Schatz? Oh mein Gott, ich freue mich so sehr auf mein Kind. Ich freue mich so sehr, wie er sich entwickelt und wie er aussehen wird und so. Und das ist irgendwie so exciting. Also wirklich exciting. Alles ist so... Ich bin einfach so glücklich. Beschreibe deinen Traummann. Was soll er mitbringen? Oh Gott. Hier bei der Lippe. Ihr müsst so ein bisschen über die Lippe hier oben malen. Und dann hier unten aber die Lippe komplett nachmalen. Also nicht drüber malen. Sondern eher, dass es so ein gerader Strich nach unten ist. Weil seht ihr, dann habt ihr automatisch diesen Lift nach oben. Und hier unten genau das gleiche. Also hier drüber malen. Und da genau nachmalen. So, dann Augen-Nasen-Salbe. Beste für trockene Lippen. Okay, mein Traummann. Wir fangen mal mit optisch an, weil das geht schneller. Da gibt es nämlich nicht so viel zu reden. Ich habe einen Typ Mann, der mir auffällt, sag ich mal. Also wenn ich jetzt irgendwo hingehe und diesen Typ Mann sehe, dann gucke ich da als erstes hin. Was aber nicht bedeutet, dass es dann auch die Männer waren, in die ich mich verliebt habe. Also so ist es nicht. Magnetwimpern, da werde ich nämlich auch immer gefragt, wie ich die drauf mache. Und das ist so einfach, Leute. Das kann wirklich jeder. Da muss man gar nichts für können. Also drauflegen, dann einfach das Auge so ein bisschen anheben. Und that's it. Dunkle Augen, dunkle Haare, groß. Sportlich, that's my type on paper. Aber wie gesagt, es gibt auch Männer, die ich attraktiv finde. Zum Beispiel, die blond sind, blaue Augen haben, aber einfach so ein krasses Mindset haben oder ich mich so krass mit denen unterhalten kann, dass ich mir denke, das ist ein richtig interessanter Mensch und deswegen finde ich den attraktiv. Was jetzt auch nicht heißt, dass ich mich in den verliebe oder so, aber auf einmal finde ich den dann auch attraktiv. Oder ich fand auch jemanden attraktiv, der nicht sportlich war. Was erst einmal vorkam, weil das irgendwie für mich auch so eine Lebenseinstellung ist und ich das dann wiederum unattraktiv finde. Aber kam auch schon vor, zwar sehr selten, wie gesagt, aber das ist gar nicht so ein rein optisches Ding, glaube ich, sondern das ist einfach so dieses, das ist ja auch mein Lebensstil. Wenn ich jeden Tag zum Sport gehe und aber jemanden zu Hause habe, der den ganzen Tag Pizza frisst und irgendwie sich nicht bewegen will, keinen Sport machen will und so, dann passt es halt einfach nicht so zusammen, versteht ihr? Da geht es nicht so sehr um das Äußere, dass der irgendwie der Krasseste im Gym ist, sondern wirklich mehr so um diesen Lifestyle, sag ich mal. Ich finde es unattraktiv, wenn man einfach auf der Couch sitzt, keinen Bock hat, sich zu bewegen und nur Scheiße isst und sowas. Das ist einfach unattraktiv. Was soll ich euch sagen? Zu dem Charakter. Ich lasse jetzt mal so Standardsachen weg, wie er muss treu sein, er muss ehrlich sein, bla bla bla, weil brauchen wir nicht drüber reden, oder? Ich glaube, es ist auch völlig unnötig, sowas aufzuzählen, weil das eigentlich der Standard sein müsste. Und wenn das halt nicht der Standard ist, dann... Ja, früher oder später wird es dann wohl nicht halt... Also es wird halt wahrscheinlich nicht halten. Und dann auch eine Sache, wollte ich auch noch sagen, stimmt. Weil mir ein paar geschrieben haben wegen dem letzten Video, dass er heimlich Pornos gedreht hat und so und so eine kriminelle Vergangenheit hatte, bla bla bla. Und mir dann wirklich so ein paar Idioten geschrieben haben, ja, aber dann brauchst du dich auch nicht wundern, dass du solche Männer hast, weil wenn du sowas weißt und dich darauf einlässt, also erstmal triggert mich das unnormal, wenn man irgendwie nicht richtig zugehört hat oder... Ich sage ja auch, dass es da einen ersten Teil dazu gibt und deswegen gehe ich auf diese ganzen Sachen nicht näher ein. Wenn man sich das Video nicht angeguckt hat, dann könnte man vielleicht einfach die Schnauze halten. Also wirklich so, natürlich wusste ich das alles nicht vorher, okay? Das ist ja der Point gewesen, dass er mich belogen hat. Der war gut zu mir, okay? Der hat mir Rosen schicken lassen. Wir waren am Strand, also es sind auch solche Charakterdinge. Weshalb ich den zum Beispiel auch sehr gern mochte. Wir waren am Strand, er hat gesehen, ich habe mir direkt am Anfang, als ich in Mexiko war, habe ich mir so
Bänder gekauft, die kosten, keine Ahnung, 4-5 Euro oder so. Also nicht viel. Und ich fand die aber schön. Ich finde sowas im Urlaub halt schön. Dann lagen wir am Strand und er hat die einfach hergerufen und hat dann für mich eins gekauft und für ihn eins gekauft. Also das gleiche. Und das in meiner Lieblingsfarbe. Da, wo wir wieder beim Thema wären, so mit diesem Aufmerksamsein und so. Dann, er ist früher abgereist als ich und hat mir einfach so 3 fette Sträuße Rosen schicken lassen, für die letzten 3 Wochen praktisch. Und da war dann noch so ein Text dabei. Das sind irgendwie so Sachen, so, der war aufmerksam, der war lieb, der hat sich Mühe gegeben, der hat sich Dinge gemerkt, die ich ihm erzählt habe, die, also, und vor allem dieses Armband, das hat mich so sehr gefreut, weil es geht nicht ums Geld, es geht nicht darum, dass es ein Armband von Cartier ist, wo ich auch nicht nein sagen würde, okay, weil so ein Armband von Cartier, dieses Love-Armband echt schön ist und es hat auch eine Bedeutung, aber ich mach Spaß, aber so wisst ihr, das hat so, keine Ahnung, 3 oder 5 Euro gekostet und ich habe mich so sehr darüber gefreut, weil ich einfach wusste, okay, der hat aufgepasst, der wusste, grün ist meine Lieblingsfarbe, deswegen hat er das in grün gekauft, er wusste, ich trage das, deswegen hat er die herbestellt. Und was mich halt unnormal triggert, ist dann zum Beispiel, wenn mir jemand lila Blumen schenkt. Ich hasse lila, okay? Und das ist dann so, ja, irgendwie lieb gemeint, aber... Also am Anfang, okay, kann man natürlich noch nichts sagen, weil der weiß es vielleicht einfach nicht. Aber, keine Ahnung, ich finde es einfach wichtig, dass ein Mann sich mit mir beschäftigt, okay? Dass er mir seine Zeit widmet, dass er aufpasst, was ich sage, dass er aufmerksam ist, und einfach so kleine Aufmerksamkeiten, sich um mich bemüht. Solche Sachen weiß ich zu schätzen und sowas. Und in solche Männer verliebe ich mich dann auch, weil ich mich da geborgen fühle, weil ich mir denke, okay, ich bin dem Menschen wichtig. Dann kann ich mich auch fallen lassen, dann kann ich mich auch auf dich einlassen. Und diese Phase, dass ich irgendwie auf Arschlöcher stehe, habe ich schon ganz lange hinter mir. Okay, da war ich... Es hat auch gedauert, ich hatte lange diese Phase, aber die Phase habe ich, wie gesagt, hinter mir. Das habe ich nicht nötig und es zieht mich auch nicht mehr an. Das war schon mal Punkt 1. Dann brauche ich halt jemanden, also mit dem ich wirklich merke, dass ich so auf einer Wellenlänge bin, wenn ich mich mit dem unterhalte, dass der mir vielleicht auch neue Denkanstöße gibt, wenn wir uns über ein Thema unterhalten, dass er nicht zu einem Ja und Amen sagt oder halt irgendwie ein bisschen zu blöd ist, sich mit mir über das Thema zu unterhalten, sondern dass er halt dann seinen Standpunkt sagt und vielleicht stimmen wir uns ja auch zu, aber dann kann er das begründen, ich kann das begründen, er gibt noch ein bisschen Input, ich gebe noch ein bisschen Input und dann ist es einfach so, dass man sich stundenlang unterhalten kann, weil man auf einer Wellenlänge ist und dann sehe ich auch zu dieser Person auf, also dann ist es für mich so ein, ich weiß nicht genau, wie ich das erklären soll, weil ich will nicht sagen, dass der so über mir steht oder so, das will ich damit nicht sagen, aber ich brauche einen Mann, bei dem ich mich geborgen fühlen kann, okay, bei dem ich nicht die Starke sein muss, bei dem ich auch mal so chillen kann und nicht immer alles alleine und alles selber und keine Ahnung, immer stark sein und alles zusammenhalten und so, dass ich praktisch der Mann in der Beziehung bin, das möchte ich nicht, weil ich bin eine sehr, sehr starke Frau und ich weiß, dass das viele Männer einschüchtert, aber die sind einfach dann zu schwach für mich. Also mit solchen Männern kann ich halt dann einfach nicht, die nicht genügend Selbstbewusstsein haben oder ein geringes Selbstwertgefühl, finde ich auch unnormal unattraktiv. Also es gibt wirklich so eine Liste an Dingen, die mir wichtig sind und deswegen bin ich auch schon so lange Single und ich habe auch kein Problem damit, weil ich habe auch dann letztens eine Nachricht bekommen, ist aber schon ein bisschen ist ja schon ein bisschen widersprüchlich, wenn du sagst, du willst nicht alleine sein, aber dann datest du niemanden oder dann irgendwie so ein Müllgelaber einfach. Leute, ich habe kein Problem damit, alleine zu sein, okay? Ich bin gerne alleine, ich bin lieber alleine, als dass ich mir irgendwo ins Haus hole, der mich den ganzen Tag nur nervt und über den ich mich nur aufregen muss, habe ich keinen Bock, okay? Und das Ding ist, auch wenn ich mich nicht zu jemandem hingezogen fühle, dann will ich auch nicht mit dem schlafen und das funktioniert einfach nicht. Und da bin ich lieber alleine. Also brauche ich nicht. Ich brauche nicht einfach irgendwen, nur damit ich irgendwen habe. Und darüber sollte jeder mal nachdenken. Also selbstbewusst, intelligent, ich muss Respekt vor dieser Person haben können und so zu dem aufschauen können. Dann ist auch noch ganz wichtig Humor. Das ist auch sehr, sehr wichtig, wenn mich jemand zum Lachen bringt, dann ist es schon die halbe Miete. Dann kann er auch ein bisschen blöd sein. Spaß. Also, ich brauche Humor.
Und zwar den gleichen abgefuckten Humor, den ich habe. Liebevoll, aufmerksam, that's it. Ich habe 50 Minuten geredet. Das ist nicht mein scheiß Ernst. Ich habe jetzt schon wieder keinen Bock, dieses Video zu schneiden. Okay, ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Lasst gerne einen Daumen hoch da. Seid aktiv in den Kommentaren. Tauschen wir uns aus. Fühlt euch geknutscht, Herzies. Und bis zum nächsten Mal. Tschüssi. I thought that we had something special. I thought I handled this so well. I know we had the right intentions, but somehow it came to an end. I was looking for a